Donald Trump hat seinen Siegeszug bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner fortgesetzt. Der ehemalige US-Präsident besiegt seine Rivalin Nikki Haley auch in deren Heimatbundesstaat South Carolina deutlich mit 60-39% der Stimmen. Haley bekräftigt indes, nicht aus dem Rennen aussteigen zu wollen. I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run. Ich habe in dieser Woche gesagt, egal was in South Carolina passiert, werde ich weiter für das Präsidentenamt kandidieren. Ich bin eine Frau meines Wortes. Ich gebe diesen Kampf nicht auf, denn eine Mehrheit der Amerikaner ist sowohl gegen Donald Trump als auch gegen Joe Biden. Trump richtet bei seiner Siegesfeier seinen Blick dagegen bereits auf die Präsidentschaftswahl am 5. November, bei der er Amtsinhaber Joe Biden von den Demokraten besiegen will. Eine Schicksalswahl für die USA, meint Trump. Wir werden am 5. November hier sein und wir werden auf Joe Biden schauen und wir werden ihm direkt in die Augen schauen und werden sagen, Joe, du bist gefeuert, raus hier. Und denkt dran, das Datum 5. November wird möglicherweise das wichtigste Datum in der Geschichte unseres Landes sein. Trump, der bereits die Vorwahlen in 3 Bundesstaaten für sich entschieden hatte, war auch in South Carolina als haushoher Favorit an den Start gegangen. Und das trotz des Heimvorteils von Nikki Haley, der ehemaligen Gouverneurin des Bundesstaates. Die im Vergleich zu Trump moderate Republikanerin ist die letzte verbliebene ernsthafte Rivalin des 77-Jährigen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der konservativen Partei. Sie will mindestens bis zum sogenannten Super Tuesday, dem Superdienstag, am 5. März weitermachen. Dann halten die Republikaner in 15 Bundesstaaten Vorwahlen ab.